In der Baumaßnahme wird eine alte vorhandene Stahlgasleitung ausgetauscht, die halt mit dem zunehmenden Alter durchrostet und wird durch eine neue PE-Leitung ersetzt. Gleichzeitig werden die vorhandenen Hausanschlüsse für die Kundenanschlüsse ersetzt und auch durch PE-Leitungen erneuert. Polyethylen ist also ein Kunststoff im Rohrleitungsbau für Gas und Trinkwasser. Ja, die Besonderheit ist, der Verkehr muss in Jena rollen. Die Rüdelstädter Straße ist eine Hauptzufahrt und ist natürlich stark frequentiert. Wir hatten befürchtet, dass es Schwierigkeiten gibt, aber im Moment läuft es sehr gut. Der Stand der Baustelle ist, wir haben also an drei Stellen die neu verlegte Gasleitung, nachdem die Druckprüfung durchgeführt wurde, an das vorhandene Netz angebunden und damit die ersten Häuser wieder mit Gas versorgt. Ja, also in diesem Abschnitt wird jetzt der Verkehr an der Stelle freigegeben. Die Baustelleneinrichtung wird Richtung Stadt einwärts umgesetzt. Und dann fangen wir an, in den zweiten Bauabschnitt die Asphaltfläche, Oberfläche aufzubrechen und werden dann Rohrgraben ausheben, Rohre verlegen, also der gängige Ablauf. Das Gasaustauschprogramm dient dazu, wir wollen alle Stahlleitungen, die vor 1990 verlegt worden sind, gegen neue Kunststoffleitungen ersetzen. Bei Kontrollen und Stichproben vergangener Baustellen haben wir gesehen, dass diese Leitungen besonders korrosionsanfällig sind und haben daraufhin beschlossen, genau diesen Leitungstyp auszutauschen. Wir haben 2013 mit dem Stahlaustauschprogramm begonnen. Da waren geplant, 57 Kilometer neu zu verlegen. Bislang haben wir 30 Kilometer geschafft. Ein großer Teil konnte stillgelegt werden, wurde nicht mehr benötigt. Und die jetzt bestehenden Leitungen, die 11 Kilometer, werden im nächsten Jahr noch ausgetauscht. Insgesamt investieren wir ca. 24 Millionen Euro. Die Maßnahme dient dazu, vorsorglich Leitungen auszutauschen, bevor Störungen auftreten und damit die Sicherheit der Kunden zu gewährleisten.